Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Gavi di Gavi, das ist ein Weisswein aus dem Norden von Italien, aus dem Piemont. Und der Weisswein wird aus der Rebsorte Cortese gekeltert. Und so ein Weisswein aus der Rebsorte Cortese und wo in den Hügeln von der Gemeinde Gavi angebaut werden, die dürfen die Bezeichnung Gavi di Gavi tragen. Und die Cortese, die Rebsorte Cortese, das ist eine Weisswein-Rebsorte, die jetzt besonders zum Beispiel im Piemont oder auch ein kleiner Teil in der Lombardei, der Venezia, kultiviert wird. Und aus dieser Rebsorte Cortese, da kälteren die italienischen Winzer wahrscheinlich einen der teureren und bekanntesten Weisswein aus Italien. Und die Rebsorte Cortese, die stellt natürlich auch eine Grundlage, oder die ist eine Grundlage für eine weitere oder andere exquisite Weisswein. Das ist nicht nur für die Gavi. Und da verwundert es einem dann natürlich kaum auch, dass das italienische Wort Cortese auf Deutsch so viel wie höflich oder gefällig bedeutet, wenn sie natürlich für andere auch da steht, die Rebsorten. Und die Cortese bringt natürlich auch gefällige Weissweine. Das wunderschöne Weisswein. Und der Gavi, die Comune di Gavi, DOCG von Roberto Sarotto, die Trauben, die kommen aus dem Gebiet Gadaposio. Und das sind wirklich sehr schöne Weisswein, die Roberto Sarotto wirklich kältert. Und das möchte ich Ihnen wirklich vorstellen und zeigen. Die Farbe von dem Weisswein ist so ein helles Gelb, also goldgelb mit ein bisschen grün, ein jugendlicher, schöner Weisswein. Eine klare Farbe, wirklich schön in der Nase. In der Nase ist es sehr frisch. Jugendlich und frisch, ein bisschen nach Zitrone oder auch sortentypisch nach der Cortese und ein bisschen, so ein bisschen auch Quittenfrische. Und was spannend ist, ein bisschen frisches, ein bisschen Unterholz. Eine sehr schöne, typische Aromatik von dieser Cortese. Und im Gaumen. Also der Gaumen zeigt es wirklich, er ist wirklich ein weicher Auftakt mit der mittleren Struktur, ist nicht extrem kräftig, aber sehr harmonisch, wunderschön. Er wirkt so ein bisschen zart, süßlich, er ist auch ein bisschen dezent mineralisch, er ist wirklich schön, wirklich frisch schön und er hat einen sehr langen Abgang. Also von der ganze Zeit ist eigentlich wirklich frisch, weich, harmonisch und einen langen Abgang. Wirklich ein sehr schöner Weisswein. Also die Rebsorte Cortese ist in Italien schon sehr lang beheimatet. Früher hat man den Namen Corteisa geschrieben und so hat man den Namen gefunden im Jahr 1659, als man das so geschrieben hat, hat man das gefunden. Und dann im Jahr 1870, vor gut 150 Jahren, ist die Rebsorte Cortese das erste Mal als meist angebaute Rebsorte in der Provinz Alessandria im Piemont betitelt worden. Also das ist die meist angebaute Weisswein-Rebsorte in dieser Gegend gewesen, vor mehr als 150 Jahren. Und heute, die Zone von dieser Rebfläche umfasst ca. 1200 Hektar. Und die Qualität hat sich natürlich in den letzten Jahren permanent gesteigert natürlich und deutlich weniger Ertrag und verleiht natürlich dem Gavi viel mehr Körperstruktur und Kräfte. Und der Gavi di Gavi, der ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch. Das ist ein wunderschöner, guter Weisswein. Preis-Leistung absolut top. Danke vielmals, ade miteinander.